noch mal ein Höhlengeräusch. Ich glaube sogar das genau gleiche wie vorher. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ich trinke noch mal einen Schluck. Diesmal wieder vor laufender Kamera mal. Und ja, das waren drei. Ist mir aber egal. Es ist mir aber so richtig egal. Oh, hier unten ist auch wieder Kohle. Schön, wie viel Kohle man hier so findet. Und wie viele Hühner hier auch rumgurken. Ey, Wahnsinn. So. Ich glaube, ich will dann sogar schon gleich eine Ebene noch tiefer gehen, ohne hier erstmal die ganze Erde abzutragen. Vielleicht sollte ich auch noch einfach schon ein kleines Bauernhaus oder sowas anfangen, damit ich einfach den ganzen Stein loswerde. Oh Gott, Schafe. Wow. So, gut. Mehr Wolle für uns. Okay, ich glaube, das ist keine gute Idee, das einfach ohne Erde abzutragen. Oh. Ja, toll. Das ist ja extra super. Wahnsinn. Das gleich mal so zusätzlich. Haben wir auch schon mal alle Spitzhacken im Inventar. Wie viel muss ich jetzt nochmal? Das ist endgültig dann, ne? Natürlich lustig, wenn ich die Kiste und den Crafting Table schon auf die richtige Höhe gestellt hätte. Das werden wir jetzt gleich rausfinden, wenn ich hier den Durchbruch hier an dieser Stelle fertig habe. So. Jetzt kommt mir natürlich das Prinzip, in dem ich wieder immer jeden verwirre. Also jetzt nicht von euch, sondern halt auf Servern, wenn ich das mache. Nämlich immer eine tiefer graben, als der eigentliche Boden reinkommt. Denn was nützt es mir, wenn ich alles auf einer Ebene habe, um dann nochmal eine Ebene tiefer zu gehen, um den Grasboden reinzuziehen? Richtig. Das nutzt rein gar nichts. Deswegen gleich von vornherein auf die Grasebene graben und Gras, das da einfach steht, einfach stehen lassen. Ist doch viel einfacher. So, jetzt kommt ich dann gleich das Gras reinlegen. So. Okay. Dann lassen wir das mal hier so voranschreiten. Oh, der Mond geht auch schon wieder unter. Ich bin ehrlich gesagt echt gespannt, was ich denn da machen will. So ein riesiges dekoratives Weizenfeld könnte ich auch irgendwann mal hinstellen, später mal.
Aber wie gesagt, Felder will ich eigentlich auch eher funktionell machen. Was das heißt, seht ihr dann später noch. Also ich werde auf jeden Fall ein automatisches Feld bauen. Ich weiß nur noch nicht wo. Und wann ich jetzt anfangen werde. Also sinnvoll wäre es vermutlich anzufangen. Sobald, also so schnell wie möglich es Pistons gibt. Einfach aus dem Grund, weil man dann erstens das neue Zeug schon direkt in die Welt integrieren kann. Und man zweitens da noch relativ schnell an Samen kommt. So. Und drittens, man noch gestalterisch nicht so wahnsinnig kreativ sein muss. Damit es cool aussieht. Ich habe keine Schaufel mehr und Spitzhacken habe ich auch bald keine mehr. Ja gut. Lösen wir das Problem. Ich brauche auch jetzt alles. Hashtag, wir haben definitiv zu viele Kisten hier. So, den Stein tun wir auch gleich wieder mit reinlegen. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei. Hier 5, 6. Hat perfekt geplant. Okay, gut. Wir hätten mehr Schaufeln als Spitzhacken gebraucht. Kann man ja nicht wissen. Wer sollte ich das denn auch bitte erahnen, ja? Ansonsten kann ich ja ganz schnell zwei neue nachlegen. Ist ja einfach. Muss ich erstmal den ganzen Steinkern hier rausklopfen. Davon abgesehen, ich glaube, wir haben auch zu wenig Spitzhacken. Wenn ich mir mal den Berg hier anschaue. Der weg muss. So. Und ich weiß auch schon, dass da drüben wieder der Wald steht, der abgeholzt werden muss, will, soll. Ja gut, eigentlich eher müsste. Ich will übrigens auch nicht wissen, wie viele Stacks Holz ich bereits in Werkzeuge verbraten haben muss. Ui, ganz viel Stein, der da so am Boden liegt. Zack, 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 zack. Ja, sag mal, wie lang geht denn das? Hallo. So. Wenigstens, ah, hier oben ist auch schon wieder Luft. So, wenigstens hat man hier noch nicht so extrem, wenn man Hügel abträgt, heißt das ja nicht so wie im jetzigen Minecraft, dass man da so Ewigkeiten damit beschäftigt ist. Hier geht es ja noch relativ schnell. Es sind hier nicht so riesen Hügel. Weil wenn man jetzt hier so sagt, ja, Extremis-Biom abtragen, das ist dann schon so eine Sache, wo man sich so einfach noch denkt, nein. Das ist keine gute Idee. Ich hab's eigentlich, ich hab's schon mal gemacht, einen einzelnen Berg, der relativ einzeln stand, abzutragen. Mit Steinspitzhacken. Ich rate es nicht nachzumachen. Ich
Ich habe es zwar wirklich durchgezogen, aber es ist eine richtige Scheißarbeit, sage ich euch. Vor allem, weil ich dann erst danach, also erst dadurch mitgekriegt habe, dass in solchen Bergen kein Eisen ist. Sondern dass das Eisen quasi erst, ja, in tieferen Gefilden generiert wird. War da natürlich etwas unangenehm, das zu erfahren, aber dafür habe ich jetzt ein, also dafür weiß ich halt jetzt sehr genau, ab wann spawnt. Ist nämlich auch interessant, dass Redstone und Diamanten auf exakt, weil Leute, ich hab die ganze Zeit gesneakt und jetzt kamen alle Geräusche nach. Ist nämlich auch unglaublich interessant, dass Diamanten und Redstone-Erz auf der gleichen Ebene sind. Also wirklich auf der gleichen Ebene spawnen. Habe ich beim Stadionbau gemerkt. Also ja, bekanntermaßen, dass da alles abtragen durfte. Also nicht durfte, sondern abgetragen habe. Und ja, es aber irgendwie so 10-mal so viel Redstone-Erz als Diamanterze gibt. Kommt 10-mal hin? Ja, doch. 10-mal kommt ganz gut hin. So. Die vorletzte Spitzhacke, die wir im Inventar haben, ist auch noch vernichtet. Warum meinte ich? Ich glaube, das mache ich eigentlich nur, damit ich endlich vom Spawnpunkt einen viel praktischeren Weg zu mir in die Burg habe. Weil ich nicht mehr über 70.000 Geländeschwellen rennen muss. Weil ich tatsächlich sagen muss, das hat mich schon ziemlich genervt. Außerdem der Durchgang, da wird es später noch deutlich. Ja, da wird auf jeden Fall alles der Durchgang in dieses auf ein geiles Tal, das jetzt nicht mehr so geil ist, weil die Grasfarbe hässlich ist. Hässlich gemacht wurde. So. Das Ding ist halt, wenn der Stein weg ist, geht es ja eigentlich relativ schnell, das Abtragen. So. Denn das, was länger dauert zum Abbauen, ist ja bekanntlich der Stein. Die Erde geht dann schon relativ fix wieder weg. So. Wow. Diese geballte Ladung Sound. So, nochmal 36 Steine weghauen. Die Kiste mit euch. So, okay, ich höre eine Kuh. Scheint aber, wenn er da oben drauf zu sein. Oder auch einfach nur dahinter. Oh, ich sehe schon leider. Alter. Wie viel Schaden macht die Schaf? Okay, 5. 5 Schläge brauche ich.
So. Dann wollen wir mal. Hier alles. So. Und ja, die stehen tatsächlich schon auf der richtigen Ebene. So. Das ist schon cool. Jetzt aber trotzdem mal hoch, einfach weil ich da von, weil man von oben einfach immer einen Ohr, dessen Schafe, besseren Überblick auf das Ganze hat. Ja. Okay, der Berg im Hintergrund wird noch sehr ätzend zum Abtragen, befürchte ich. Hallo. 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 So, gut, der Hügel hier muss auch noch weg. Ja, Freunde, dieses Loch ist auch mega episch, aber da mache ich nichts dran. Ich werde auch diese Höhle hier wahrscheinlich zubauen, weil die haben wir ja schon komplett leer geräumt eigentlich. Aber hier der Teil vom Berg wird genauso bleiben, so zerklüftet. Bis auf vielleicht ein Wasserfall, dass wir den rausmachen, aber... Sonst soll das eigentlich genauer so bleiben, wie es ist. Weil es sehr, sehr, sehr viel cooler ist, so. So, und hier machen wir jetzt auch erstmal den hier wieder. Aber jetzt, bevor ich hier weitermache, wie viel brauchen wir überhaupt noch runter? 3. Ist ja eh nicht so viel. Es ist eh nicht so viel, was noch vor uns ist. Das meiste werden wir wahrscheinlich schon haben. Und mir graust auch schon ein bisschen, weil ich hier die ganzen Bäume sehe, die ich auch wieder abernten muss. Na, so wie das jetzt ist, sieht es halt auch echt hässlich aus. Und dafür muss ich halt auch wieder auf die Bäume selber drauf, um da dann das Laub wieder abzuholzen. Die ganzen Setzlinge zu bekommen. Aber was bleibt mir dann auch bitte großartig anderes über? Muss ich den aktuellen Gegebenheiten halt akzeptieren. Und wenn es halt kein Leafs Decay gibt, dann muss ich es halt selber machen. Gibt zwar echt coolere Sachen, aber... Was will man tun?